Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu The Evil Within Kapitel 8. Das Samenkorn. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Es geht direkt los. Okay, ich habe noch ganze 3 Schuss und ich befinde mich schon wieder hier irgendwo, wo ich nicht sein will, glaube ich. Aber hier sind ein paar Fässer, die mir hoffentlich ein wenig aushelfen, was die Munition angeht oder so. Vielleicht ein bisschen. Ah, fuck, die sehen mich. Nichts. Ist noch ein Fass. Nichts drin. Die Frage ist jetzt. Er hat mich gesehen. Ich will mich vielleicht ein bisschen leise nähern, weißt du? Alter, irgendwie nervt mich das Ding, ne? Jetzt geht der ausgerechnet wieder in meine Richtung. Warum kann ich nicht? Fuck. Das hat nicht geklappt. Der hat mich anscheinend doch gesehen. Ich mach mal wieder Licht an. Und dann müssen wir jetzt einfach mal die Typen über den Haufen knallen, ne? Gut. Jetzt bewegst du dich bitte nicht mehr. Upp. Ich habe bitte gesagt. Okay, nächste Knarre. Danke, warum haltet ihr denn auch so gut aus? Sag mal. Oh, immer noch. Ne, jetzt. Tot. 3 Schuss. Daneben. Oh. Was war das bitte? Okay, die sind etwas böser als ich dachte. Gott! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay, selbes Spiel. Diesmal muss etwas vorsichtig. Ach ja, jetzt kriege ich hier noch schicke scharfe Schützenmunition oder was. Jetzt hat das Spiel auch gedacht, ne? Hat er gerade verkackt, müssen wir ihm leichter machen. Erhebt euch doch nicht immer wieder. Leck mich. Oh Mann. Och, ich dachte schon. So. Hey. Ich will das aufheben. Nur ganze 2 Schuss, Mensch. Das reicht doch für ewig. Scheiße. Zum Glück sind hier noch ein paar. Immer schön nachladen. Oh mein Gott. War ja klar, dass noch so einer von euch.
Ich mach so einen Schuss hier, ne? Alter, ich wollte gerade sagen, fall bloß um. Okay. Auf ihn rum? Komm. Ich will da. Egal. Kletter ich halt unten drunter durch. So. Oh mein Gott. Gibt es hier nicht irgendwie eine Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht. So, Sniper for the win. Die haben jetzt, glaube ich, wenigstens mal ordentlich Munition liegen lassen. Habe ich den da erschossen? Ja, scheint so. Okay, haben wir hier noch was, bevor ich wieder eine Tür öffne, die mich direkt zur Hölle führt? Schauen wir mal. Wollen wir noch ins Waffen wechseln? Oh, Alter. Oh, der macht hier richtig Muskelaufbautraining. Und schon wieder ist so eine Kackstatue da. Was die zu bedeuten haben, will ich mal wissen. Irgendwie alles nicht so mein Ding. Fällt mich doch gleich aus. Wenn die Dinger runterfallen, dann bin ich auch fertig. Oh Gott. Okay, das ist logisch. Alter. Fuck. Wer hat sich denn die Scheiße wieder einfallen lassen hier? Und weg. Und weg. Los weiter. Na? Wieder ein Kontrollpunkt. Na, irgendwas wartet doch hier wieder auf uns. Die Frage ist doch nur, was. Ja, gut. Munition darf auf uns warten. Da habe ich gar kein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh fuck. Was habe ich gerade für eine Knarre draußen? Die Pistole, die nicht nachgeladen ist. Was sind das für Viecher? Igitt. Munition alle? Ja. Was sind das für kleine Ekelkinder? Ich versuche die ganze Zeit zu erschießen. Ich glaube, ich kann die einfach kaputt treten. Naja, haben wir ja wieder Munition rausgeballert, ne?
die alle her? So viele. Könnt ihr mal verschwinden, ey. Die hören nicht auf. Die kommen überall wieder. Okay, ich muss mal Memo. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verringerter Selbstwahrnehmung. Jedoch mit neuartigem Ergebnis. Suizidale Gedanken der wechselnden Persönlichkeiten wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Mit schwindender, bewusster Wahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen wie aneinander genäht und dazu verbannt, miteinander zu leben. Auf ewig in gegenseitigem Hass. Köstlich. Oh Gott. So, und jetzt hat mich gerade irgendein Monster gesehen. Ich kann die... Das reicht schon, wenn ich auf den rumlatsche. Okay, sonst ist hier anscheinend nichts für mich von Wichtigkeit. Dann werde ich mal wieder an diesem tollen Tor drehen, auf dem ich nachladen. Resistent. Das ist doch schon mal sehr angenehm zu wissen. Okay. Wo kommen wir hier lang? Scheint auf jeden Fall Felsquellwasser zu sein. Okay, also hier soll ich nicht lang, oder was? Aber wo denn dann? Ich bin gerade irgendwo. Nee, ich bin nicht falsch. Hier oben? Hä? Bin ich da jetzt rübergekommen? Klar, siehst du, hier ging's rechts, hier konnte ich nichts noch lang. Hier geht's aber auch nicht weiter. Und hier habe ich die Waffen eingesammelt. Achso, vielleicht kann ich mich hier waschen. Nee, nichts. Also an der Sauberkeit lag es gerade nicht. Ich komme hier nicht rüber. Doch, mit der Leertaste. Doch, ehrlich. Ekelhaft, die liegen überall die Ratten rum. Oh ja. Und meine Freundin ist auch noch dabei. Ah, ich muss es so hinkriegen. Einmal möchte ich hier nicht mit Munitionsarmut zu kämpfen haben. Einmal nur. Ich will
die Munition aufsammeln, ihr Ekelkinder da. Das blättert so ekelhaft, ey. Ja. Aber zum Glück stellen die nicht unbedingt wirklich eine Bedrohung dar. Die kleinen Freaks. Kommt man sich so ein bisschen vor, als ob da so alles so kleine Chucky-Mörderpuppen wären, die auf dem Boden rumkrabbeln. Gibt es anscheinend Munition? Hier schaue ich mich noch mal ein bisschen um. Noch ein Fass. Sehr gut. Ein bisschen Schuss für die Shotgun. Aber das bedeutet ja meistens nur, dass gleich wieder irgendwas auf mich wartet. In diesen Fässern wartet nämlich nichts auf mich. Ja, ich könnte mich schon wieder... tot bist. Notiz aus Höhle. Ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören. Aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel. Aber wie herum gehört er rein? Die Chancen stehen 50-50. Und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab. Und ich kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest und ich werde dich nie wieder loslassen. Okay. Ich denke mal, dass du es nicht geschafft hast. Ich wollte ihn doch nur untersuchen. Warte mal, ich kann irgendwas machen. Was will er denn? Was steht da? Leertaste daneben. Noch was. Blutige Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein gekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Okay. Wie kommen wir denn raus? Na, auf der Seite, auf der Blut zu sehen ist, die muss ja... Ne, warte mal. Die wurde ja dann bespritzt. Genau, das heißt, ich nehme die. Genau. Weil andersrum ist er getötet worden, ne? Ist auch logisch, dass da dann Blut dran klebt. Von der Seite, die er vorher eingesetzt hatte. Ich bin schon schlaues Würstchen. So. Eine Grenade! Ich hätte gerne C4. Haftspray. Oh. Diese kacke Energiewellen wieder. Oh fuck. Hm? Kartenfragment. Oh Mann. Jetzt sind wir wieder in dieser Kathedrale. Oder eine Kirche oder Krankenhaus oder was auch immer. Wo soll ich jetzt hier hin? Rotes Licht. Was ist denn? Ich komme hier nicht durch. Mach auf!
Geht doch. Doc. Doc, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber ich denke, er will unseren Tod. Oh Gott. Was war das denn für was Leckeres? Schöner Hirnstamm. Doktor? Jetzt ist ja alles weg. Okay, wieder ein Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemand mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Myra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Okay. Brauchen wir hier sonst noch was aus dem Raum? Nicht so wenig Nützliches mehr, ne? Flasche, was soll ich mit einer Flasche? Na gut, dann gehen wir mal diesen Gang lang. Und jetzt kommt... Okay. Oh nein. Ach du Scheiße. Weglaufen wieder, oder was? Kann mir mal einer sagen, woher ich wissen soll, wie ich hier laufen muss? Das hat ihn jetzt aufgehalten, oder was? Die kleine Scheißtür? Nee. Oh Gott. Okay, liebe Leute. Das war ja mal ein echt kurzes Kapitel. Ich hoffe, wie immer, dass ihr Spaß hattet. Für mich ist das gerade verblüffend, weil die letzten Kapitel doch immer ziemlich lange gedauert haben, sodass ich sie in 2 Teile splitten sollte. Naja, auf jeden Fall habt ihr gesehen, was uns anscheinend erwartet. Ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf, vor so einem riesen Kackvieh. Hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal, denn bei Kapitel 9 auch dabei. Und wir erfahren dann ja hoffentlich mehr, was genau da jetzt überhaupt vorgeht und wie wir dem ganzen Scheiß ein Ende machen können. Und vor allen Dingen, was es mit diesem riesen Stammhirn auf sich hat. Bis dahin, liebe Leute, wünsche ich euch was. Euer Gernschott.